Freunde, dann würde ich sagen, willkommen zurück zu Train Station Renovation, einer neuen Folge. Okay. Wir haben einen neuen Bahnhof und müssen diesen auch wieder renovieren und haben natürlich im letzten Auftrag haben wir Punkte gesammelt und haben dadurch ein paar neue Sachen, wie jetzt zum Beispiel den Wischmopp, mit dem wir hier größere Flächen sauber machen können. Und somit halt auch schneller vorankommen. Jetzt ist das Ding, ich habe ja gefragt, ob das mit der Musik geht und so. Und jetzt ist das Problem das, dass diese Musik irgendwie geschützt ist. Hä? Achso. Die Musik ist geschützt, also ich habe direkt nach dem Hochladen habe ich sofort einen Urheberrechtshinweis bekommen, dass ja, ich das eben nicht benutzen darf, weil wegen Urheberrecht. Oder was heißt nicht benutzen? Ich durfte es schon benutzen, aber alles ging halt an den Betreiber, an den Eigentümer des Liedes. War jetzt nur bei einem einzigen Lied, aber trotzdem. Dementsprechend ist es ein bisschen ruhiger als eigentlich normalerweise. Was müssen wir denn hier machen? Eine Pumpe. Was für eine Pumpe denn? Vor allem unter was ist die jetzt wieder zu finden? Oder muss ich da einfach nur hinklicken und es wird automatisch eine Pumpe hingestellt? Ja, und wo soll die jetzt sein? Ist die auf meinem Auto? Ach da. Okay. Sie ist auf meinem Auto. Ja, einschalten. Ja, das war mir klar, dass ich das Rohr brauche. So, nehmen wir mit. Ist hier drin Wasser und ich sehe es nicht? Hä? So alle Türen öffnen. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, weil die eine Tür, die ich aufgemacht habe, die führt, so wie ich es gesehen habe, in den Keller runter und da wird wahrscheinlich alles überflutet sein. Ja. So, jetzt einschalten. Können wir hier schon mal die ganzen Müllsäcke rausräumen? Gleich hier oben das Gebäude wenigstens oder den Raum zumindest mal sauber. Das sieht auch nicht mehr so gut aus. Menschenskinder.
Hier sieht es ja auch schön aus. Im einen Ding war noch nicht mal eine Dings drin, eine Toilettenschüssel, WC-Schüssel, Schüssel. Was haben wir denn noch unten jetzt? Erstmal schön. Achso, das können wir sogar so hier machen. Ja, eigentlich nicht viel. Kaputte Wände haben wir. Oh, hier ist ja noch mehr. Ja, kaputte Wände. Reicht es mit dem Streichen oder? Ah ne, es reicht sogar. Okay. Müssen wir nicht neu verputzen. Das nachher auch ein bisschen besser geht. Jetzt komme ich hier nicht durch. Mit dem Müll raustragen, ob wir nicht gleich mehrere. Können wir überhaupt? Das müssen wir testen. Können wir mehrere Beutel gleichzeitig nehmen? Ach, was ist denn das? Lass mich da jetzt runter. Ach, jetzt haben wir hier unten keinen mehr. Aber hier gleich im Nebenraum haben wir ja, glaube ich, drei Säcke oder so. Nö, können wir nicht. Schade. Ups. Aber ich denke mal, so wie das aussieht, werde ich das in zwei Parts oder sowas unterteilen. Also das heißt, ich räume jetzt mal so schnell wie möglich auf. Und in dem anderen werde ich dann gucken, dass ich dann die ganzen Sachen kaufe. Und alles wieder auf Vordermann bringe. So, einen haben wir noch. Und dann noch den Stuhl. Und dann ist da noch eine Klobürste. Die ich nicht gesehen hatte. Aber den Stuhl, den behalten wir definitiv nicht. Das passt ja gar nicht hier. Ich weiß nicht, ob es eigentlich intelligenter wäre jetzt zu sagen, ich hole diesen Container, wo man sortieren muss, anstatt hier alles in einen Dings reinzuhauen, in einen gemischten Container. Ich weiß nicht, ob man da sogar vielleicht Geld zurückkriegen. Wenn ich jetzt den sortiert kauf, geht nicht, weil ich im Bereich stehe. So, jetzt sortiert. Und jetzt öffne ich mal hier die Sachen. Jetzt darf ich aber nur. Moment, das ist jetzt grün. So. Sind aber 90% eigentlich gelb drin. Wenn ich das jetzt hier reinhaue. Das ist schwarz.
Schwarz ist hier. Genauso der Sack hier. Ist Plastik. Ich weiß nicht. Ah, okay, wir kriegen da Geld zurück, wenn wir die Sachen da so richtig einwerfen. Gib mal her hier. 90%. Da kriegen wir wahrscheinlich. Ah, doch, wir kriegen da auch Geld zurück. Und natürlich steht jetzt der Hund vor der Tür und möchte hier rein. Na. Das sind 90% Geld drin. Ich werfe das nicht da. 90%. Ach nee. Ach nein. Ich hab gedacht, unten die linke Anzeige wäre das, was da in dem Sack drin ist. Ich habe gar nicht drauf geachtet, dass das. Okay. Ich habe gar nicht drauf geachtet, dass das nicht irgendwie variiert. Ja, da haben wir zumindest mal das hier. Okay. Haben wir zumindest mal das hier alles soweit weggeräumt, sauber gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ringsherum. Ja, hier sieht es immer noch schlimm aus. Oder können wir auch nochmal einen Container holen? Gemischt. Nee. Muss die Sachen jetzt echt einzeln darüber tragen oder kann ich die mit der Axt vielleicht klein hauen? Sehr schön. Sehr schön. Wir haben erst 45%. Achso, wir müssen auch diese Pumpe wieder demontieren. Oh. Huch. Oh, ein Geisterbahnhof. Haben wir freigeschalten. Das hier. Und wir können doch noch scannen, was hier noch alles ist. Okay. Ganz schnell weg hier. So. So ist doch gut. Waren zwar Sternchen drüber, aber trotzdem. Überall Efeu oder was das ist. Also es könnte Efeu sein, weil das Zeug, das wächst ja überall und das wächst wie blöd.
So, was haben wir noch? Abfüllen zum Aufheben. Zum Austauschen. Eins von. Zum Austauschen? Ah! Wir haben noch ein kaputtes Fenster. Nur wo haben wir jetzt noch Abfall zum Aufheben? Oder wird das dazu gezählt? Jetzt nochmal scannen. Zum Austauschen. Hä? Ich habe jetzt auf jeden Fall gesehen, dass hier noch ein schönes Wandgemälde ist. Das ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. Ist vielleicht die Tür gemeint mit zum Austauschen? Scannen. Immer noch. Wo ist es? Ah, da ist es. Okay. Haben wir noch mehr? Abfall zum Aufheben. Da ist es. Das ist aber auch extrem versteckt hier. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich finde es nicht. Ich sehe es nicht. Oh ja, okay. Ich geh ja schon wieder zurück. Hier war es nicht. Ja, ist gut. Ist es hier drin? Ist es das Ding hier oben vielleicht? Seltsam. Oh, guckt mal, hier. Komplett übersehen. Können wir das Auto auch verkaufen? Oder wegmachen oder zu kratzen? Und hier haben wir ja auch noch was. Ich bin hier drüber gefahren fast hier. Ja, gut. Da würde ich sagen, war es das erstmal mit dieser Folge. In der anderen Folge machen wir dann die Innenausstattung und die Außenanlage fertig und übergeben dann in der nächsten Folge auch den Bahnhof wieder dem Eigentümer oder wie auch immer. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne Bewertung da lassen, gerne auch kommentieren und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.